Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Mit mir spielt die bezaubernde Mathilde. Hallöchen. Und ja, wir haben was vor. Und zwar wollen wir in eine Höhle reingehen. Was ist da gesammelt? Sonnenblut. Und ich wage mich zu erinnern, wo die Katana-Höhle war. Die Frage ist nur, ob es das wirklich war und zweitens, ob wir da hinfinden. Und drittens gehen wir jetzt in die Nacht. Voll die gute Idee. Ja, eigentlich nicht. Und viertens gehe ich kurz nochmal AFK und mach mal Licht aus. Ja, das ist eine, denke ich mal, ganz gute Idee. Stimmung. Ihr seht es natürlich nicht, aber ich denke mal, ihr schaut die Folge sowieso mal im Dunkeln. Ja, aber ja, wir sehen jetzt ein bisschen mehr auf dem Monitor. Klingt zwar komisch, ist aber so. Und ich glaube, wir müssen an der Brücke und dann Brücke hier einmal um den See und hoffen, dass wir jetzt hier keine Kannibalen sehen. Vor allem keine fiesen, fetten Schwabbler. Babela, so heißen die. Ich habe sie so genannt in der letzten Folge. Also ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge gesagt habe, dass sie fiese, fette Schwabbler sind. Auf jeden Fall hieß die Folge fiese Schwabbler. Ich habe nur übelsten Respekt vor den Viechern. Warte gucken. Oh. Passt. Ich darf einfach nicht. Hier ist sogar noch eins von diesen Babys. Nee. Ah, ich sehe es. Ist schon tot. Okay. So. Hat der einen Laut von sich gegeben. Ein Vieh von dem verliert ja immer ihre Babys oder was das sein soll. Okay. Ich nehme mal vorsichtshalber ein paar Steine mit, falls wir so spontan ein Feuer. Ich sehe auch schon, ich bin mit Stöckchen ganz schön voll. Das ist gut. Ich glaube, hier ist auch noch so eins. Oh nee, das ist ganz doof. Weg. Wow! Das ist ganz doof. Was ist das, Alter? Was ist das? Wo ist das? Oh, es erwischt mich. Okay. Ah, es spuckt mit Babys. Ich würde sagen, Rückzug. Nach Hause? Ich hoffe, wir sind doch schon da. Ich geh schwimmen. Oh ja, schwimmst du. Oh Scheiße, was ist das, Alter? Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich hab's. Ich bekämpfe es immer nur aus der Distanz. Oh. Ja, sind wir weit gekommen, ne? Total. Scheiße, ey. Ich hab's ja auch gerade noch irgendwo gesehen, aber es ist so dunkel. Mal hier rein, wir hätten hier mal eine Tür brauchen sollen. Scheiße, jetzt könnte man hier eine Tür gebrauchen. Ja, konnte ja keiner ahnen, dass das hier mal unser... Wird kalt, ich gehe jetzt mal ins Wasser schwimmen. Ey, läuft noch da rum. Ja, ich würde sagen, wir warten bis es hell wird. Hier ist mal ins Lagerfeuer, ist ja eh gerade an. Oh, mir ist kalt. Uiuiui. Okay. Das war unser Ausflug zur vermeintlichen Katana-Höhle. Ja. Aber wenn man da irgendwie so ein Steinchen hat, dann von dem man aus ihn bekämpfen kann. Ich weiß nicht, im Nahkampf möchte ich den eigentlich nicht bekämpfen. Und der hat mir auch zwei Rüstungen abgeschlagen, der Arsch. So ein fieser, fetter Furz. Wir sind 5 Meter gegangen, ja, und ich habe jetzt schon wieder richtig Hunger. Und bevor wir losgegangen sind, habe ich noch so einen kleinen Vogel gegessen. War eigentlich voll. Ja, ich hol mir jetzt hier einfach nochmal so ein Kaninchen, Hasen und pack mir den nochmal aufs Feuer. Ja, ich habe noch einen getrockneten gegessen. Sind die noch nicht, sind die noch die roh? Getrockneten, die nehme ich mit in die Höhle. Wir waren in letzter Zeit anscheinend nicht so fleißig, was das Jagen angeht. Ja, wir verbrauchen auch irgendwie mehr, als wir eigentlich Jagen ab. Ja. Sind zurzeit keine fleißigen Jäger. Nee.
das lief jetzt anders als geplant irgendwie. Unsere Getränkdinger sind auch alle leer. Ja, die sind in meinem Wasserschlauch gelandet. Ach so, die hast du alle? Ach, hier ist noch ein bisschen. Okay. Dann nutze ich die Zeit und mache unseren Weg mal wieder frei. Hier ist schon wieder gestrüpp. Wir können es ja gleich nochmal versuchen. Gehen wir andersrum. Weil ich sehe ihn, der ist nämlich bei der Basis. Der wird. Man hört ihn stampfen. Hörst du es auch? Oder nur höre ich das? Ich höre es. Unsere hübsche Basis. Ich mag die tatsächlich besser. Ja, meinetwegen können wir es auch andersrum nochmal. Ah, da kommt Besuch. Ach nee, das ist ein Vogel. Ich dachte gerade, das wäre so ein Typ mit Kronleuchter. Ey, wir können nochmal dieselbe Richtung gehen. Wir gehen nur weiter erstmal geradeaus und machen dann einen Bogen drum. Ich folge dir. Nee, zurück, 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 zurück. Glaub mir, zurück. Zumachen. Oh, hast du mich gerade erschreckt? Ich habe irgendwie auch gerade schon eine Falle auslösen gehört. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, es hat die Falle überlebt. Oh, nee, es ist gerade gestorben. Die zweite Falle hat es nicht überlebt. Alter, warum kommen jetzt solche Viecher? Ja, kannst du Mutantenhaut schlachten. Da waren mir die normalen Kannibalen waren mir da lieber. So, kannst du den auch noch verschlachten? Also ich habe jetzt zweimal Mutantenrüstung noch zusätzlich am Tragen. Ey, aber dann müsst du, warte mal, ich gehe mal außen rum. Ansonsten gebe ich dir eine Mutantenrüstung ab. Ich trage jetzt nämlich noch zwei Mutantenrüstungen. Alles gut. Weil wir aus der Höhle hatten wir ja auch mal eine. Fällt gerade ein, ich hätte jetzt die Falle. Guck mal, könnte ich noch eine Trophäe irgendwie rausbasteln. Geil, das mache ich. Komm nur kurz rein. Und irgendwie muss ich mich waschen, ich bin blutbetränkt. Was brauchte man für die Mutantenrüstung? Kannst du direkt tragen. Ich habe sie schon angezogen. Stimmt, geht. Doch gleich eklig aus, ich muss mich reinigen. Ah ne, du hast Durst. Ah, ich hab Durst. Trinken kann ich nicht. Ich trinke was, bevor wir losgehen. Ich hab schon wieder Hunger. Ich hab doch gerade vor 5 Minuten was gegessen. Alter. Was hat denn der für einen Verbrauch, ey? Oh, ich hab Mathilde gesehen. Ich hab Hunger. Aha. Ich bin 5 Meter gegangen. Ich hab Hunger. Komm hier. Trinken wir mal eine Cola und essen einen Snack hier. Snickers. So, jetzt aber nochmal. Willst du nochmal los? Ja. Ich auch mal. So, da unten. Mach die Tür zu. So. Ja, warte, ich komme doch schon. Mach der Ruhe. Weiß jetzt aber nicht, ob das das Vieh von da hinten war, was wir gesehen haben. Hoffen wir es einfach mal. Aber das erklärt, warum da dieses Baby war. Ja. Ich dachte, er wäre einfach da lang gegangen und das Baby wäre einfach noch da gewesen, weißt du? Ja. Aber ja, nein, wenn das Baby da ist, heißt es, er ist in der Nähe.
geradeaus, ja, ich Taschenlampenlicht. Das heißt Kannibalen. Ich glaube, die haben uns gesehen. Ja, mach mal Licht aus, Junge. Junge? Weil dann sehen die Zuschauer nichts, Junge. Aber wenn sie Kannibalen gesehen haben, ist es sinnvoll, Licht auszumachen. Aber ich sehe gar nicht. Bist du Heinrich? Ich sehe nichts mehr. Wo bist du? Ach, du duckst dich, deswegen sehe ich dich nicht. Kannibalen vor uns, Rückzug. Ja, ach, da bist du. Rückzug. Kannibale hinter mir. Ich gehe wieder ins Wasser. Ich glaube, wir machen dann gleich erstmal, wenn wir zu Hause sind, den Break. Es ist gerade echt. Ja, ich glaube auch, wir gehen lieber tagsüber. Das ist nachts gerade genau, echt. Genau, wahrscheinlich zu locken wir jetzt die ganze Armee. Oh, jetzt geht die Sonne auf. Schön. Fuck you. Ja, weil ganz ehrlich, im Dunkeln gegen diese Kannibalen. Ich würde sagen, wir schwimmen einfach auf die andere Seite des Sees und gehen auf der anderen Seite rum, oder? Ja, jetzt haben wir sie ja rangelockt. Können wir machen. Versuchen wir die andere Seite. Wir kommen hier nicht raus, ich sehe es schon. Die ganze Folge läuft so, dass wir versuchen, die Basis zu verlassen und laufen immer wieder zurück. Naja, wenn ich die Feinde sehe, so 3, 4 kriegen wir ja. Naja, 3 auf jeden Fall. 4 vielleicht, aber. Aber kurz. Ich will nicht stampfen. Aber der Große muss weg sein. Ich will ja nicht sagen, aber hat man nicht gerade erst hier angefangen, die Totems aufzustellen? Ich dachte, die sollen die Viecher abhalten. Das war die Frage. Ich wusste es nicht, ob es das tut. Achso. Wies ich doch nicht. Ich baue einfach, was ich da bauen kann. Okay. Oh. Dann bin ich nicht dran vorbei. Meine Fresse, ey. Ich hoffe, wir haben euch zum Lachen gebracht. Ja, ein bisschen Stöcke sammeln und so. Als hier eine Echse über den Weg läuft, ist auch nicht schlimm, wenn man noch ein bisschen Fleisch hat, was man braucht. Ich hab gepennt, weil ich noch immer so nebenbei auf der Karte gucke. Ja, ne? Alles gut. Alles gut. Für Kannibalen. Ja. Hier aber nicht. Oh, direkt neben mir. Scheiße. Was würde ich euch jetzt? Sechste, oder? Ja, blöde Kuh. Ah, lass liegen. Ist erlegt, blöde Kuh. Wir hätten uns eh gleich gesehen, darum dachte ich mir, greife ich an. Ja, alles gut. Das kann mir wohl richtig brauchen. Das weiß ich auch nicht, kenne ich hier nicht aus. Nee, ich gucke ja die ganze Zeit nur auf der Karte auf diesen komischen Knüppel da und die gehen irgendwie nicht dahin, wo ich hin will. Ich glaube, wir müssen mehr in die Richtung. Nee, in die andere Richtung müssen wir. Also meine Vermutung war, kannst du nochmal erzählen? Ah, ich kann nicht auf den Cursor zeigen. Ich kann auch jetzt auch mit meinem Finger nicht hinzeigen. Aber hier irgendwo in der Ecke quasi bin ich der Meinung, gab es die Höhle. Hier ist so ein Fluss, da irgend so ein Dings und bei dieser Biegung da. Wo quasi gerade auch ein Pfeil, glaube ich, ist. Das könnte sogar sein. Da müsste diese Höhle sein. Ich habe da was gefunden. Guck mal zu mir. Hier ist ein Eingang.
Ach, das Kaninchen. Hier ist auf jeden Fall ein Höhleneingang. Ja, genau, es ist der auf der Karte. Das könnte ja sein. Eigentlich recht einfach zu finden. Geh mal vor. Ich will mal kurz gucken, genau. Das war ja so ein Stückel vom Fluss weg. Genau. Wann? Genau. Bin der Meinung, das sieht gut aus. Ich glaube, das war der. Aber ich weiß nicht, wo der mit der Kettensäge war. Hm. Nochmal Licht an. Ja, hab ich auch gerade schon. Eine Frage, wenn man so an einem Seil klettert und die Ausdauer ist weg, bleibt man dann stehen oder fällt man runter? So. Oh ne, ich glaube, du bist. Runterfallen wäre ja echt hart. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht testen. Ich nehme mich auch nicht. Ach, du bist schon. Ja, dann. Krabbel mal weiter. Ich ruh mich gerade aus. Mal kurz. Okay, das waren wir. Dachte, ich habe was gehört. Ja, ganz schön tief hier. Hm. Ach, da oben. Ah. Das Gute ist, falls wir tauchen müssen, wir haben ja eine Taucherrüstung. Stimmt. Oh, ein Totenkopf. Oh, ich bin voll mit Totenköpfen, ne? Ich auch. Oh, hier ist sogar Wasser, schau mal. Bücher. Offene Kisten. Timmy, Spielzeugfigur. Und neue Bilder. Und das Haus wieder schmücken. Juhu, jetzt krieg ich schon wieder Hunger, das darf doch wahr sein. Ja, der hat hier auch schon wieder Hunger. Nur am Fressen, der Typ. Ja. Da geht's auch gerade wieder hoch. Ne? Ich glaube, hier direkt auf der anderen Seite sind gleich drei Kannibalen. Das weißt du noch? Ja, weil ich mich, glaube ich, hier in mich zurückgezogen habe. Ich habe versucht, sie aus der Distanz zu töten. Und habe die dann angelockt und ja. Ich glaube, da hinten sind sie. Ach, das ist nicht nur ein Kannibal, das ist auch so ein richtiger Mutantenmonster. Weg. Noch Geld, ne? Zeig mir schon mal. Da hinten ist Mutantenmonster, das war das. Hm. Kannibalen und Mutantenmonster war das, glaube ich. Oh, ich mach mal mein Licht aus, Mann. Genau, die beten da oder halten da, keine Ahnung, eine Teepause. Soll ich da einen Molly reinwerfen? Molly? Molly? Molly-Time? Ja, ich hab auch Sprengsatz gesagt. Boah. Sprengsatz oder Molly? Also Sprengsatz kannst du, glaube ich. Ja, komm, kannst du auch machen. Ich mach auch Molly. Erst ja, anzünden. Mach ich Sprengsatz. Mach ich den Sprengsatz an, muss ich den auch irgendwie anzünden? Keine Ahnung. Muss jetzt aber langsam werfen. Ich hänge am Seil. Dann komme ich mit runter. Tschüss. Dann warten wir mal kurz.
Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die Kannibalen hier runtergekommen sind. Weiß nicht mehr, ob sie hier runtergekommen sind oder nicht. Aber ich glaube, ich hatte die mit Feuerpfeilen erledigt. Sie sind wieder zurück. Kann ich denn jetzt hier wechseln? Sind da hinten wieder? Ja, aber ich wechsle jetzt mal auf Feuerpfeile. Okay. Das heißt, Bogen nehmen. Ich glaube, ich habe noch gar keine Feuerpfeile tatsächlich. Dann hast du halt keine. Okay. Nimmst du Molly? So normale Pfeile. Das, was wir haben. Ja, warte, ich muss erstmal ein bisschen gucken, wo ich werfen kann. Ach so. Ist das schon tot? Jo. Einem gönne ich den Kannibalen noch. Oder sich freuen. Achtung, Kannibalen kommen gleich, ne? Ups, ich schieß daneben, verdammt. Komm hier nicht hoch, doch. Oh, scheiße. Einer ist noch da. Komm her, du Sau. Das ist kein Gegner gewesen, das ist eine Statue. Rück, du feige Sau! Wo ist er denn? Komm zu dir! Wo will er denn hin? Wo bist du denn? Er ist an dir vorbeigerannt. Ey, Junge! Und zack. Ich habe mir damals, glaube ich, hier auch ein Lagerfeuer gebastelt, weil ich halt alleine war und habe dann halt mir Rüstung gebastelt. Ja, wäre auch tatsächlich mein Vorschlag, weil ich habe irgendwie einen Schlag abbekommen und zwei meiner Dinger sind schon kaputt. Ich habe gar nicht gesehen damit, dass der einen Schlüpper nur anhat. Du kannst noch den Mutanten häuten, dann hast du noch eine Mutantenrüstung eine weitere. Ja, mache ich. Dann baue ich hier mal ein Lagerfeuer hin, ne? Jo, dann können wir die Leichen vielleicht verwerten. Also ich brauche gerade keine, aber ich weiß nicht mehr, was noch hier war in dieser Höhle. Ich bräuchte noch zwei Steine. Aber krass, ich konnte mich dann doch noch an einiges, an etwas erinnern, ey. Cool. Ich habe doch was gemerkt, aber ich weiß nicht mal, wo die ganzen Sachen sind für die Pistole. Naja, wenn man das ja eh, dass die Pistole so ein bisschen blöd war. Naja, du musst halt, du kannst halt mit einem Schuss sofort so ein Kannibalchen töten, ne? Aber ich hatte halt nur 5 Schuss oder so. Und wie gesagt, wenn du einmal geschossen hast, dann kannst du erstmal nachladen, aber das kannst du knicken, weil dann kommen 3 andere Kannibalchen und dann Oh, hier geht's gut. Alleine. Lass dich mehr Kannibalen? Wieso habe ich... 3 Stück. Einen habe ich draufgelegt. Ich habe auch einen draufgelegt. Das heißt, irgendeiner muss... Ah ja, einer ist hier in diese Wand geglitscht, hier vorne. Ah, so. Die Würste nicht mehr kriegen. Ne, hier war das genau. Hier und dann war der in irgendeine Wand. Ich dachte, dass du vielleicht noch die Füße siehst, aber der ist dann komplett... Ah, okay. Weg. Schade. So, dann können wir uns den Raum da nochmal angucken, aber ich glaube, da war nichts mehr hier, ne? Ja, gehen wir gucken nochmal. Ah, hier ist einer. Da runtergerutscht. Ja. Ja, hier kann man zwar hochklettern. Sammle ich noch mal ein paar Knochen. Wäre auch clever gewesen. Jetzt habe ich nochmal 2 Knochenrüstung, jetzt habe ich 3 Mutantenrüstung und 4 Knochenrüstung. Ah, hier sind noch Koffer in der Ecke. Ah. Einer war Medizin.
Schoki. Boah. Und hier scheint es schon fast weiter zu gehen. Auf der anderen Seite ging es aber auch, glaube ich, weiter. Ja, ja. Kann auch sein, dass es hier ein Ausgang ist. Hast du die Knochen schon geholt? Ja. Dann können wir ja weitergehen. Ja. Wobei, ich muss was trinken. Dann esse ich noch mal einen Snickers oder so ein Corny oder was das ist. Mars. Was macht mobil? Na, es könnte aber tatsächlich noch ein Ausgang sein, dass es so hoch geht. Ja, ja, ich will trotzdem. Aber wir sind so tief unten auf der anderen Seite. Scheiße. Ah ne, hier geht's weiter. Ich will aber trommeln. Trommeln. Trommeln in der Tiefe. Ja, ich weiß. Ein Ballrock von Morgos. Hier sind Drinks. Kann ich mehr tragen. Auch nicht. Wenn ich den anpieze, kriege ich da noch Geld? Fällt da was runter? Nein. Also hier gibt es dann zwei Wege, ne? Wir sind ja von da gekommen. Hm, gehen wir erst diesen kleinen Weg da ab. Okay. Ich hoffe nur, wir verlaufen uns hier nicht. Los drin. Oh, guck mal, Fledermäuse. Ja, ja. Die haben mich immer verjagt bei den Ausgängen. Ja, ist das schon mal zu. Das haben die nicht nur einmal geschafft. Kann ich die töten? Boah, okay. Oh, mit denen kann man nichts anfangen. Die essen wir lieber nicht, sonst kriegen wir hier, ne? Aber noch ein paar Köfferchen. Oh, eine Armbanduhr. Jetzt gehen hier auch schon wieder Wege ab. Wollen wir erstmal dem Hauptweg weiter folgen, geradeaus? Welcher war der Hauptweg? Also, dem Weg, den wir gerade gefolgt sind, also geradeaus. Ich weiß nicht, ob das der Hauptweg ist. Jetzt erstmal so. Da ist eine Wand, die müssen wir bestimmt aufklappen. Nicht. Mein Auge zeigt auf die ganze Zeit entdeckt an. Hm. Ich jetzt weiß nicht, ob da was hinter ist. Oh ja, da ist einer, genau. Hm, wie kriegen wir den jetzt Platz? Habe ich mich damals auch gefragt. Scheiße. Ist hier ist eng, ne? Hier ist eng. Hier ist auch so einer, so ein Hektiker. Vielleicht mit zwei Mollys oder einer schmeißt einen Molly, einer macht den Bogen. Ich nehme Molly. Sagt mir, wann ich ihn anzünden soll, ne? Der ist direkt hier um die Ecke.
Hier gibt's nach rechts eine Biegung, aber der ist alleine. Ich zünde meinen Pfeil mal an. Okay. Komm, Junge. Und dann lock ich ihn mal an und kannst du gleich auf mich einen Molly werfen. Okay. So, mein Molly ist gezündet. Kannibale, ich sehe nicht. Da. Hast du ihn erwischt? Keine Ahnung. Ich habe ihn, glaube ich, voll daneben geworfen. Es. Oh! Ich glaube, den hast du gehört, ne? Muss doch mal tot sein, warte mal ganz kurz, das sind mal Fackeln. Muss doch reichen, ey. Okay, warte noch dann. Alter, das muss doch mal reichen. Also es ist, glaube ich, erst der zweite, der getroffen hat. Ja, aber ich habe schon zwei Brandpfeile draufgeballert. Ach, daneben. Woher sind das zwei? Jetzt ist er tot. Ich höre noch was. Ah, normale Kannibalen. Ah, da haben wir unsere vierte Mutantenrüstung. Sehe ich dir aber nicht mehr. Warum ist mein Taschenlampenlicht aus, oder? Ah, da steht da. Vorsicht! Oh! Bin ich noch erwischt? Glaube nicht. Zwei. Ach, oh, das zwischen uns. Vorsicht, da ist der zweite. Ja, lass mal. Komm, komm her. Schön Kannibalen-Sandwich. Sammel dir nochmal die Mutantenrüstung ein. Ja, mache ich lieben gern. Ich trage dir auch schon die vierte. Das ist eine anscheinend große Höhle. Ah, ich wollte noch zwei Pfeile einsammeln. Wenn du was findest, sag Bescheid. Ah, ich wollte die Leuchtfackel. Ach, hier geht's noch weiter runter, Alter. Wie groß ist denn diese Scheiße? Jetzt guck mal. Ich hab eine Leuchtfackel geworfen. Dass man hier ein bisschen was sieht. Ah, so halt. Jede Leute, ne? Also unten ging's weiter, ging's wieder runter? Hm, beinahe. Hunger hast? Kann ich nicht essen. Ist hier weiter? Anscheinend, keine Ahnung, ich bin total verloren irgendwie. Ich hab null Orientierung, keine Ahnung, wo wir sind, wie ja, wir hier wieder raus geht's auch weiter. Gehen wir da doch mal an. Ey, ich wette mit einer Abbiegung, da wär's gewesen bestimmt. Ich schlafen glaub. Ja, da steht was. Kommt auf dich zu, glaube ich. Einer ist umgekippt, aber. Jetzt. Warum geht meine Tasche? Keine Ahnung. Leuchten tut sie.
fuckt mich gerade ab. Hier geht ein Seil nach oben. Da ist doch jemand. Achtung, da kommt einer. Ich weiß, wo wir sind. Okay, das ist gut. Ich glaube, hier hoch, das war das Anfängergebiet. Die erste Höhle, wo beim Flugzeug, wo wir abgestürzt sind, weil hier Seile liegen. Okay. Und hier hinten ist eine kleine Ecke mit Bibeln, Zelten. Und dann hier geht's da nicht weiter. Und dann bin ich da nie weitergegangen, weil da halt dieses Vieh war. Da habe ich mich am Anfang nicht getraut. So. Bücher drin. Ich bin der Meinung, die müssen noch Bibeln sein und irgendwie ja, Zelte auf jeden Fall. Ja, ist genau. Auf jeden Fall ein Foto. Am Foto ist da auch. Boah, ich kann es mir irgendwie nicht anschauen. Fotos kannst du, glaube ich, in die Mappe. Vielleicht haben wir die schon mal gesehen. Wir waren doch schon mal in so einer Höhle drin auch, glaube ich. Das ist eine ein Foto mit einem X für die Pistole. Foto mit einem X. Habe ich eigentlich nicht. Das nicht ausrüsten. Noch Köpfe. Wo mehr gab es hier in dieser Ecke nicht? Weil. Oh, ich habe gerade noch mal ein paar. Oh! Ich dachte, man konnte die immer anstupsen. Ich hab noch eine Uhr gehabt. Okay. Ich hab gerade noch mal ein paar Mollys gebastelt. Dann können wir wieder zurückgehen. Am besten, bevor dieses große Viech da wieder neu spawnt. Naja, ich glaube, spawnen tut's nicht. Schnell. Okay. Oh, ich muss was essen. Oh, ich auch. Scheiße dunkel. So, hier sind die Beine. Ja, wir sind schon mittendrin, das wäre schon wieder gespawnt. Ja. Überlegt gerade, hier hinten geht's weiter. Ich hab gerade was, ich komme zu essen. Also, da oben wäre ja ein Ausgang gewesen. Aber die ganzen Zwischenwege sind wir ja nicht. Sind nur straight erstmal geradeaus. Und ich möchte eigentlich hier nicht ohne einen Katana oder Kettensäge rauskommen. Nee, ich möchte jetzt auch was Geiles haben. Warte, ich bin noch. Ach, jetzt bin ich. Ah, hier ist, glaube ich. Noch mal Ausgang? Oder geht's jetzt? Nicht, dass wir da sind, nicht, dass wir da sind, wo wir ursprünglich reingegangen sind. Weil da waren auch irgendwo so eine Bretter auf dem Boden. Dann würden wir ja zurückkommen, das ist ja eigentlich toll. Ich höre schon Kannibalchen. Ja, die höre ich auch. Ach, gleich. Komm. Komm zurück, dann kann ich dir auch helfen. Ja, warte. So? Ja, besser. Weil so wie eng wie das ist, können wir da nicht miteinander kämpfen. Wir kicken sonst nur gegenseitig. Oben, ach, hinter dir. Arsch!
mir haben sie auch schon was kaputt gemacht. Ja, jetzt habe ich nur noch 4 Mutantenrüstung und eine Knochenrüstung. 3 Knochenrüstung. Also sie haben eine Knochenrüstung kaputt gemacht. Ja. Alles gut. Ich habe eine Mutantenreserve. Ich glaube, es waren nur 2. Genau, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ein Raum war oder ob das auch hier wieder zigtausend Abgänge gab. Irgendwann nee, halt. Ich hör... Sind das diese Babys? Ja, genau. Ein Haufen von den Babys. Soll ich nochmal eine Leuchtfackel... Ah, warte, da kommt ja schon was gewürmelt. Soll ich da mal eine Leuchtfackel reinwerfen? Leuchtfackel? Du kannst ja machen, aber... Ah, noch ein Kannibale. Alter, war das schnell. So, kann man mit dem Bogen vielleicht diese Viecher da töten? Nee, 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 nicht den Fall. Normalen bitte. Haben wir alle, ne? Ja. Ah, hier sind auch wieder Dosen. Alte Pistolenmunition. Oh. Oh, Geschwister, immer noch vermisst. Oh, hier sind ganz viele Stecker, das ist gut. Ich glaube, das habe ich nicht gefunden. Die Babys habe ich getötet, aber das hab ich, die Kiste habe ich übersehen. Oh, hier ist wieder Alkohol, das ist gut. Ja, Alkohol ist immer gut. Okay, jetzt Ende im Gelände. Kannibale voraus. Hi. Wo bist du? Ach, da. Kommst du hoch? Komm hoch. 2. Hinter dir. Na, Arschlöcher. Alter. Ja, meine Rüstung. Du hast mir eine Mutantenrüstung kaputt gemacht, im Sack. Die ist wertvoll, Mann. Kommst du da mal runter? Alter! Ah, jetzt habe ich fast Heinrich gepiekst. Bleib doch mal hier. Lauf doch. Feigling! Komm her, du dumme Sau! Die haben ja auch gerade Rüstung abgeschlagen, die Schweine. Ja, mir auch. Och Junge, ich habe keinen Bock. Voll der Flitzer, ey. Wo kommst du her? Ich habe keinen Bock, dir hinterher zu rennen. Echt, ey. Alter, noch eine Mutantenrüstung weg. Arschloch. Oh, hast du. Nochmal nachpieksen. Ja. Oh, jetzt habe ich meine ganze Mutantenrüstung geopfert. Ja, ich habe noch 2 Knochen und 2 Mutanten. Oh, da tun wir jetzt weiter. Oh. Kann doch nicht zu viel verlangt sein, oder? Man will einfach nur ein Katana oder Kettensäge oder... Wo
wollte gerade sagen, ich bin voll. Warte mal ganz kurz, warte mal kurz. Ich muss kurz Alkohol und. Nee. Mixen. So, ich kann nicht mehr. Ich habe schon so viele Mollys. Ich kann nicht mehr Mollys mixen. Ja, aber ich kann noch so Alkohol mitnehmen. Naja. Ah, Kettensäge. Hast du sie auch? Ja. Gut, dann war es schon mal nicht ganz umsonst. Hier ist noch Benzin, aber ich glaube, ich kann keins mehr tragen. Und da ist noch, du stehst auf dem Lagerfeuer. Oh, praktisch. Weil zwei eins brauchen. Ich zünd's einfach mal an. Einfach, weil es das zu haben. Geht aber nicht. Aber ich glaube, danach ist es weg. Geht nicht an. Doch, jetzt. Ach ja, wenn man jetzt auf die Karte guckt, dann gibt es halt auch eine Map, sehe ich gerade. Stimmt. Oh. Das ist aber mal hilfreich. Ja, auch ganz vergessen. Dann können wir hier noch weitergehen, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir nächstes Mal nochmal dahin und da rein. Kettensäge ist geil, weil wir haben ja, glaube ich, im gegenüber von unserem See ist ja so ein Lager. Und das spawnt ja ab und zu Öl. Ja, ich glaube, zum Kampf war das Mist, aber das wollen wir hacken. Ah, okay. Aber können auch gern weiter. Okay. Also gehen wir nicht mit leeren Händen raus. Immerhin. Hier ist ein Seil nach oben. Ja. Geh mal zur Not raus, wenn es jetzt. Nächstes Mal gehen wir dann die anderen Seiten ab. Aber ich glaube, es kann dann sein, nächstes Mal, dass dann halt diese Viecher wieder spawnen. Ja, gut. Der hat schon wieder Hunger, Alter. Ja, bei mir kommt der immer auch schon. Der macht ein bisschen. Der ist ja schlimmer als ich in echt, ey. Also was ich glaube ich damals nicht getestet habe, oh hier geht's auch links ab. Ja. Ja. Links oder geradeaus? Ja, geh mal links, du bist da schon so. Sieht schon fast nach einem Hauptteil aus hier, ne? Keine Ahnung. Ich hab auch keinen Bock zu tauchen. Ja, hier geht's aber weiter. Aber wenn wir schon dabei sind. Ich hab ein neues Tier entdeckt. Auch? Weil ich sehe gerade eine Ausdauer oder mein Sauerstoff ist gleich vorbei. Sauerstoff ist das, glaube ich. Aber hier scheint nichts zu sein. Hier scheint es auch nicht weiterzugehen. Die Tierfähre wird auf dem Boden. Bei der. Ach, es ist ein Kopf. Keine Ahnung, was hier ist. Okay, aber da scheint nichts mehr so wirklich zu sein. Dann so, kann ich das jetzt abnehmen? Oh, jetzt ist mir scheiße kalt. Das ist natürlich. Ja, mir doof. Auch. War ich nicht auf der, wenn wir zurückgehen, quasi ein Lagerfeuer? Ich glaube, das brennt jetzt so. Ah, nee, hier nicht. Ah, hier ist doch eins. Ach, hier ist eine Kletterwand. Stimmt, wir brauchen noch so ein Ding, damit wir klettern können. So. Neuer Eintrag, To-Do-Liste. Passagiere, den Fahrzeug finde einen Weg in den Kessel. Herauf zu klettern, ja. Dann müssen wir so einen Haken finden. Hm. Also so ein Haken, keine Ahnung, sieht aus wie so eine. Ja, ja, schon klar, ein Kletterhaken. Ja, genau. Stimmt, den gab's ja auch noch. Na gut, dann kommen wir hier offensichtlich nicht weiter, ne? Nee, hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir dann doch
geradeaus. Ach nee, hier sind ja dann. Ja, genau. Hier können wir ja dann zurücklaufen. Genau. Hier kommen wir nicht raus. Das Fackel gezündet haben, brenne ich hier auch noch. Ich werfe noch mal ein bisschen Kohle drauf und brenne es noch mal etwas weiter. Ich habe fast den Benzintank da reingeworfen. Explodieren die dann? Ich glaube nicht, aber es wird gut. So, dann müssten wir ja jetzt, wo sind wir da gekommen? Einfach von der anderen Seite, ne? Warte mal, da oben, wo wir waren, hätten wir auch nach rechts gehen können. Oben? Ja. Na doch sogar gesagt. Wir sind doch gemacht, da waren wir doch im Wasser, oder nicht? Nee, da hätte man doch nach rechts gehen können. Links ins Wasser und rechts. Das war auch noch ein Weg lang. Hä? Lass mal zurück. Da haben wir gesagt, nimm das niedrige, da sind wir gerade so. Warte. Weil du da gerade so bist. Ja. Aber hätten wir nicht klettern. Das war auch da, wo wir klettern müssen, oder nicht? Ach so, stimmt. Ja. Es ging ja da lang, aber wir können ja gerade nicht klettern. Ja, 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 alles gut. Uns fehlt Laub du vor, ich habe in den Dingern hier null Orientierung. Uns fehlt einfach die Ausrüstung. Oh, warte mal, der hatte was gehabt. Eine Uhr, danke. Uhr. Ich kann keine mehr tragen. Ich glaube, hier müssen lauf mal mehr rechts rum. Da war noch nichts. Da war noch nichts. Ja, aber ich glaube nicht, dass es hier weiter geht. Jetzt, wo ich weiß, dass wir hier auf die Karte schauen kommen, schaue ich alle nach lang hier in der Karte. Ah, da rechts müsste jetzt gleich ein Durchgang kommen, wo wir noch nicht waren. Genau. So ein Stückchen. Boah. Hey, hier kommt ein Durchgang. Nee, anscheinend doch kein Durchgang, sondern nur so eine Keine Ahnung. Ist irgendwas angegeben? Ah, vielleicht brauchen wir hier Dynamit. Ja, hier ist das Dynamit-Symbol. Ah. Haben wir... Nee. Ich habe keinen Dynamit mit. Ich habe nur Leuchtfackeln. Konnte man C4 basteln? Hast du einen Sprengsatz? Nee, ne? Mal gucken hier. Was ist denn mein ganzes Kleingeld hier? Ich überlege gerade, wie man diesen Scheiß-Sprengsatz gebaut hat. Ja, ich... Snack... Fleisch... Leiterplatte... Isolierband, Baumharz. Baumharz war was? Nee? Hier. Isolierband. Mir fehlt. Münzen noch. Münzen. Wo sind die Splitterbombe. Münzen? Wo sind die Münzen? Wie viel Alkohol hast du denn reingepackt? Ein. Ein Duct Tape? Hä? Oh, ich hab eins. Was fehlte mir das von. Ich hab Duct Tape, Leiterplatte. Aber ich kann den da nicht reinpacken. Hast du Dynamit? Nein. Ich hab jetzt hier aber diesen Zünder. Ja, wie hast du das gebastelt? Geh doch einfach mal auf den, das. Ach so. Ah, die Uhr war's. Okay. Aber das kann man da nicht anbringen. Wär's mit einfach gegenwerfen. Versuch wär's sehr wert. Ich meine, es macht ja auch Bumm. Also es ist auf jeden Fall was geflogen. Ja, hast du alles richtig gemacht.
Okay. Gott sei Dank habe ich es an die richtige Ecke geworfen. Bumm gemacht und ist aufgegangen. Hier liegt noch ein Bild in der Ecke. Noch so ein Kreuz. Totenköpfchen. Ich finde es schade, dass man die Bibel nicht zerreißen kann. Die Entwickler wollten wohl keinen Stress mit Gläubigen. Weil eigentlich kann man da ja gut immer zum Anzündeln nutzen. Das stimmt. Man kann ja Geldscheine verbrennen. Warum sollte man nicht Bibelseiten verbrennen können? Oh, wieso gehe ich hier eigentlich vor gerade? Weil du Bock drauf hast. Oh, schön. Wo soll ich denn vorgehen? Sehe ich mehr. Weiß gerade nicht, aber ich schätze mal, da werden auch ein, zwei sein. Sing nach Babys. Oh, da werfe ich mal was Leuchtendes runter. Achso. Ja, mach mal. Oh, das ist nass da unten. So, jetzt leuchtet's. So, jetzt noch ein Kannibale da in der Ecke. Ah ne, da ist noch ein Baby. Und noch eins. Okay. Mal echt gut geschossen hier, ne? Ja. Und hier scheint was Wichtiges zu sein, weil das hier wird jetzt so regelrecht angeleuchtet. Ah, Kletterhaken! Ach, dann haben wir ihn jetzt. Kannst du nehmen. Ja. Great Savings! Diese Dings, die Kettensäge hat $600 gekostet. Echt? Ja. 599. Ich wollte nur mal auf der anderen Seite gucken. Ach, Scheiße. Das geht ja mega weit runter. Oh, holy fuck. Man kann entweder da lang oder hochklettern. Wollen wir erstmal am Rand lang gehen? Ja. Beim Klettern kommt es nämlich, glaube ich, auch auf Ausdauer an. Wenn du Ausdauer verlierst, dann ist, glaube ich, dann lässt er nämlich los. Ach, guck mal, hier ist ein Seil. Dann geht's runter, da hinten ging es hoch. Ich höre sie schon. Ich glaube, die sind direkt unter uns dran. Jetzt ist da vorne Dynamit. Nee, Leuchtfackel. Die sind Leuchtfackel, wenn du welche brauchst. Ja, ich habe ja ein paar verbraten. Ich höre einen, aber ich sehe ihn. Ach, der ist über uns. Ach so. Ach da! Man kommt da runter, Kumpel. Boah, ich glaube nicht. Hier liegt noch ein Snickers. Oh, nehme ich. Oh. Oh, ein Leiterplatina. Ist ja gut, du hast es dem Koffer gezeigt.
Na, schade, keine Kuchen mehr da. Und dann geht's hier ab ins Wasser, oder? Ja, und ich sehe auch. Ich hoffe, es sind da. Okay. Fische. Ich glaube, ich ziehe schon mal vorsichtshalber meinen Dings an. Kann man Leuchtfackeln da reinschmeißen? Nee, ich glaube, die gehen aus. Kannst du es ja mal probieren. Habe ich vor. Aber wir haben doch hier eine Leuchtdings direkt dran. So, nee, geht aus. Aber da ist doch eine Taschenlampe dran an dem Taucherteil. Ja. Alter, ich hab schon wieder Hunger. Leck mich doch am Arsch. Dann springen wir mal rein, ne? Ja. Ah, da ist noch eine. Hier ist ein Seil, das so mitten über dem Wasser hängt. Das ist ja fies. Hä? Kommt da nicht dran? Nee. Doch, hier kommt man sogar dran an das Seil. Warte. Mal kurz umgucken hier. Hier liegt Medizin. Oh, das ist vielleicht nicht das Schlechteste. Dann esse ich gleich mal hier was. Mir ist kalt. Wie lange geht denn unser Auto? Ja, soll ich mal ein Feuer machen? Nee, ich gehe erstmal hoch. Okay. Vielleicht wird ja beim Klettern warm. Ja. Oder auch nicht. Oben machen wir uns schnell ein Feuer. Okay, oh ja. Yep, yep, yep. Ach scheiße, ich glaube, ich habe nicht mehr genügend Steine für ein Lagerfeuer. Dann müssen wir so ein kleines bauen. Mit Laub und Ästen oder so, ne? Ja, ja, so eins, das verschwindet. Hier ist mir voll. Hier können wir keins bauen. Scheiße. Hä? Geht's denn gerade weiter? Ah, liegt eine Kassette auf dem Boden. Boah. Bitteschön. Danke. Aber ich glaube, das ist eine Sackgasse, oder? Ist das nicht so eine Kletterwand vielleicht? Versuch's gleich nochmal. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das ging. Hat das Lagerfeuer natürlich so schlau gemacht. Genau. No. Hm. Wahrscheinlich musst du ihn ausrüsten. Habe ich schon ausgerüstet, aber. Ich glaube, man musste eh drücken oder so, aber das bietet der hier nicht an. Okay. E, F, irgendwas. Ich habe das Lagerfeuer auch wirklich dämlich positioniert, ne? Ja. Jetzt ist da, ich brenne. Hm. Ah, da unten das Wasser, kannst du nicht ganz. Das Wasser war aber nicht tief. Oh, ich höre auch noch. Versuchst du jetzt den Mario-Doppelsprung? Ja, klappt hier aber nicht. Also ich würde sagen, es ist eine Sackgasse. Ja. Kannst du mal drauf pinkeln? Ah, geklappt. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu der Kletterwand, ne? Ja, und dann spielen wir gleich wieder. Ja. Wie lange geht denn eigentlich unsere Aufnahme schon rein? Ich glaube schon eine Stunde. Sollten wir vielleicht mal einen Break machen, oder? Ja, aber wir müssen ja weitermachen. Kannst ja hier nicht speichern. Ja, nehmen wir zwei Folgen auf. Genau. Geht's in der nächsten Folge weiter?
So sieht's aus. Also reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.